Hi Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Overwatch. Ich möchte jetzt gerne, nachdem ich beim letzten Mal den ersten Tank-Fail hatte, wieder Damage Dealer spielen. Aber lass mich raten, genau in diesem Mal wird unser Team wieder keinen Tank haben, oder? Na, komm schon, zeig es mir. Wir haben einen Tank, aber so einen Semi-Tank. Ja, geht aber ganz klar. Dann schauen wir uns mal Farrah an. Weil die habe ich in der Beta auch fast gar nicht gespielt. Und ein paar Gegner kommen damit ja ganz gut klar. Oh, das Match ist auch schon länger am Laufen. Was können wir? Wir können mit L1, glaube ich, nicht. Ich beschütze die Unschuldigen. Oben fliegen, jawohl. Und hier mit so einem. Sehr gut. Das war's dann jetzt schon mit unserem Leben. Warum habe ich denn so. Wodurch habe ich denn so viel Damage gekriegt? Durch irgendwas habe ich so viel Damage gekriegt, dass ich nur noch 4% Leben hatte. Wieder im Einsatz. Mach euch nützlich. Schaff die Fracht fort. Ja. Ja, wo sind die Gigachens denn? Die hätte ich fast erwischt. Ich habe dich im Visier. Also, was kommt unsere R1 nochmal? Okay. Oh Gott! Shit! Da ist die Sniperfrau gewesen, genau in dem Moment, in dem ich meine Ulti gezündet habe. Okay, ich dachte, bei der Ulti springt man automatisch in die Luft. Tut man anscheinend nicht. Das heißt, ich muss manuell in die Luft springen, um dann mal Ulti zu zünden. Das sollte ich mir merken fürs nächste Mal. Ich habe den bislang nur aus der Luft gesehen. Ich dachte, wie gesagt, das passiert dann manuell. Ach so! Ich habe ja Jetpack. Was kommt davon, wenn man den Scheiß nicht kennt? Heilung, Heilung, Heilung. Das war irgendwie ein bisschen wichtig jetzt. Ich dachte, das wäre ein Gegner, ey. Ich will gerne darüber. Deswegen warten wir mal kurz die 2 Sekunden. Verteidigt den Teleporter. Mein Teleporter wurde vernichtet. Mein Teleporter. Teleporter. Tschüss! Also, dann hole ich mir den Scheiß in den Kral. Kann man jemanden mit anschieben? Ist nicht dein Ernst. Boah, dann springe ich gegen die Kante da oben. Noch 60 Sekunden. Jetzt gibt es eine Abkühlung. Nein, 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 nein. Hilfe! Ah, oh, fuck! Bleib bei dem Ding! Bleib doch bei dem Ding! Ah, Team. Ja, so ist gut, so ist gut, so ist gut, so ist gut, so ist gut. Bleib da. Die
anderen rücken. Narin, bleib da, geh doch rüber. Ja, okay, das war's. Alle Ebenen sind da. Noch 10 Sekunden. Ich bin wie sie. Jawohl! Alter! Ich weiß auch nicht, wie ich das überlebt habe. Aber irgendwie habe ich es geschafft. Leben, da! Danke. War nochmal so ein Ding, aber egal. Sehr gut. Wir haben hier 3 Leute aufgehalten. Wo ist unser Tank aktuell eigentlich wieder? Das müsste nämlich eigentlich jetzt erstes bei dem Ding hier sein. Boah. Nein, unser Tank kämpft gerade gegen, lieber 1 gegen 1 gegen den anderen Tank. Statt bei seinem Team zu bleiben. Boah, ich verstehe das nicht. Das ist jetzt echt kein schweres Objective zu verstehen. Bei dem Ding bleiben, dann geht's da vorne. Warum die Leute bei dem Ding vorbeirushen und vorne Gegner killen wollen, verstehe ich einfach nicht. Okay, ich hätte gerade keine andere Möglichkeit gesehen, den Typen noch wegzukriegen, weil ich glaube, ich gerade out of money war. Da renne ich hier sogar noch in den Schuss rein. Sie hat mich noch nicht mal gesehen in dem Moment, in dem sie mich getroffen hat. Sie hat mich noch nicht mal gesehen. Das war ein Luckshot. Sie hat auch nur verrissen und auf mich draufgezielt, weil ich sie in der Sekunde getroffen habe. Ich bewege die Fracht. Sehr gut. Noch 60 Sekunden. Nicht gut. Unser Team kapiert einfach nicht, dass es bei der Objective bleiben soll. Bei dem Objective war kein Gegner und unsere 4 Leute stehen dahinter und laufen am Objective vorbei zu den Gegnern, um sie killen zu können. Warum wir jetzt auch schon wieder 2 Pharahs im Team haben, verstehe ich auch wieder nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Noch 30. Aber okay. Die Zeit wird knapp. Hier, niemand ist bei dem Scheiß-Objective, obwohl hier nicht mein Gegner in der Nähe ist. Da muss ich das machen, als jemand, der fast nichts aushält. Und nur deshalb haben wir den Scheiß jetzt doch geschafft hier. Meine Fresse. Wie, unser Team ist einfach nicht kapiert. Vor allem die Tanks. Was ist denn hier? Wenn unser Tank das nicht kapiert, zurück auf Patrouille. Nehmen wir halt selber einen. Aber ich habe halt schon mal gesagt, ich will nicht jeden Part nur Tanks spielen müssen. Ich weiß nicht mehr genau, was die hier konnte. Habe ich mir jetzt selber Schild gegeben, das war jetzt nicht so praktisch. Meine Batterie ist fast leer und dann kommt der scheiß Reaper da von der Seite. Aber immerhin habe ich ein bisschen geholfen hier. Fehlt jetzt einer aufs Objective. Auf Objective. Aufs fucking Objective, Mann. Das versteht niemand. Noch 60 Sekunden. 60 Sekunden, wir sind noch am Start. Noch keinen Zentimeter nach vorne gegangen. Er wäre gestorben, wenn er nicht genau in der Sekunde seine Ulti gezündet hat. Das gegnerische Team versteht halt, wie es funktioniert. Unser nicht. Die haben den Tank, der Tank macht ein Schild, alle stellen sich hinter den Schild, haben Damage-Dealer und schießen drauf. Als ich das vorhin gemacht habe, hat keiner kapiert, was ich eigentlich von denen will.
unser Team rennt einfach wild im Kreis und versucht irgendwie Kills zu kriegen. So, jetzt müssen wir bis zum Ende auf dem Ding hier bleiben. Das wird lustig. Hallo. Und auf Wiedersehen. Verloren. Und das sowas von eindeutig mal wieder. Boah, Alter. Gib mir bitte ein einziges Mal ein kompetentes Team. Ist dieser Schützendingens da jetzt nicht wirklich... Der muss irgendwie frei zu bekommen sein. Weil den jeder hat. Jeden Gegner, den ich sehe, der hat diesen Skin. Also jeden Soldier. Episch. Das war eine reife Leistung, wenn ich das mal so sagen darf. Naja, ich hoffe trotzdem mit dem Spaß, schaltet beim nächsten Mal wieder ein, vielleicht kriegen wir irgendwann mal ein kompetentes Team, man weiß es nicht. Bis dann und auf Wiedersehen. Ich weiß, ich rufe hier auch nicht immer meine Bestleistung ab, aber wenn ich mein kompetentes Team hätte, wird es mir vielleicht auch leichter fallen.